Herzlich willkommen zu dieser Präsentation, warum jeder Mensch Bitcoins haben sollte und wie man sich ein 100% automatisches, passives Bitcoin-Einkommen aufbaut. Okay. Herzlich willkommen zu dieser Präsentation, warum jeder Mensch Bitcoins haben sollte und wie man sich ein 100% automatisches, passives Bitcoin-Einkommen aufbaut. Mein Name ist Olaf Niggemann und ich freue mich, dass ihr bzw. Sie sich diese Präsentation anschauen. Ganz kurz, wie sehen die Fakten des Bitcoins aus? Was ist der Bitcoin? Bitcoin ist im Prinzip Geld, das aus dem Internet kommt und als Datei existiert. Man kann damit nicht nur spekulieren, sondern reale Dinge bezahlen, wie Lebensmittel, Socken, Studiengebühren, Burger und so weiter und so fort. Es wird immer mehr. Der Bitcoin ist auf dem Weg zu einem massentauglichen Zahlungsmittel als Parallelwährung zum Geldsystem beziehungsweise sogar dieses abzulösen. Fakten über den Bitcoin. Ja, Bitcoin ist das Urgestein der Kryptowährungen, nach wie vor die bekannteste mit der höchsten Marktkapitalisierung. Der Bitcoin ist dezentral und kann nicht durch übergeordnete Instanzen wie zum Beispiel Banken reguliert, kontrolliert oder manipuliert werden. Und das ist hier das Geniale. Und wenn man das versteht, was dahinter steckt, dass der Bitcoin also wirklich dezentral ist und dass er dadurch nicht kontrolliert, manipuliert und kontrolliert werden kann, dann versteht man erstmal die Philosophie des Bitcoins und weiß, welche Möglichkeiten, welches Potenzial damit verbunden ist. Gestartet in 2008 von einem Satoshi Nakamoto, in 2009 erstmalig gehandelt. Ja, in 2010 lag der Kurs des Bitcoins bei 20 Cent Dollar, Anfang 2016 bei ca. 400 Dollar und aktuell bei ca. 4000 Dollar. Also diese Kursentwicklung ist gigantisch. Meine Frage, haben Sie sich in 2010 für 10.000 Dollar Bitcoins gekauft? Wahrscheinlich die wenigsten, weil die wenigsten hatten damals den Mut. Aber hätte man es getan, würde man natürlich heute sehr, sehr stark belohnt und man wäre Millionär. Jetzt fragen man sich sofort vielleicht, ist es schon zu spät, weil bei dem Kurs? Nein, aber da kommen wir gleich zu. Der Bitcoin ist limitiert auf maximal 21 Millionen Stück. Das heißt, er ist inflationsgeschützt. Und das ist der krasse Vorteil zum heutigen Geldsystem, das ja im Prinzip durch einen Druck bei der Zentralbank oder bei der Notenbank in der Druckerei erhöht wird und dadurch mehr Geld in Umlauf gebracht wird, etc. pp. Die Inflation steigt, unser Geld entwertet wird und, und. Beim Bitcoin geht das nicht. Der ist limitiert und es kann auch technisch nicht eingegriffen werden, sodass mehr Bitcoins auf den Markt kommen. Wie gesagt, der Bitcoin ist dezentral. Und diese dezentrale Blockchain, so nennt man die Technologie hinterm Bitcoin, kann nicht nachträglich verändert werden. Warum der Bitcoin das Leben vieler Menschen positiv verändert wird? Ein Ergebnis einer Studie des Meinungsforschungsinstitutes TNS Infotest ergab, 46% aller Deutschen haben mittlerweile Angst, dass ihr Vermögen durch eine kommende Inflation verloren geht. Jeder Dritte in der Studie gibt an, seinen Glauben an die Stabilität des Euros verloren zu haben. Ich denke, wir können uns alle noch daran erinnern, wie es war, als der Euro ja uns verkauft wurde und wie toll alles wird. Und endlich können wir mit einer Währung in ganz Europa bezahlen, brauchen nicht mehr das lästige Geld tauschen. Und was ist effektiv passiert? Wir haben weniger. Wir haben weniger Kaufkraft, wir haben effektiv weniger Geld heute. Das heißt, die Basis bricht definitiv weg. Von 599 Papiergeldsystemen, die in den letzten 1000 Jahren eingeführt wurden, sind 100% gescheitert. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt lediglich 38 Jahre. Also die Frage ist nicht mehr, ob ein Crash kommt, sondern wann kommt der nächste Crash? Das Ergebnis: 156 Mal Hyperinflation, 165 Mal Krieg, 278 Mal Union, wie die EU zum Beispiel, und dann Zerfall durch Geldreform, Hyperinflation, Krieg und so weiter. Der Euro wurde 2001 eingeführt,
nachher bisher ca. 30% Kaufkraftverlust in 16 Jahren, spricht man schon heute von seinem Untergang. Unsere Großeltern wurden dreimal durch den Währungsuntergang alles genommen. Ein Zitat von Henry Ford: Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Der bekannte Ökonom Ludwig von Mises, österreichische Schule der Ökonomie, hat bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts folgende Feststellung getroffen, die heute so gültig und aktuell ist wie selten zuvor. Es gibt keine Möglichkeit, den finalen Zusammenbruch eines Booms zu verhindern, der durch Kreditexpansion erzeugt wurde. Die einzige Alternative lautet: Entweder die Krise entsteht früher durch die freiwillige Beendigung einer Kreditexpansion oder sie entsteht später als finale und totale Katastrophe. Ja, sind die Fiat-Währungen am Ende? Fiat-Währungen sind Dollar, Euro, Yen und so weiter. Also sind diese Währungen jetzt tatsächlich am Ende? Diese Frage kann sich natürlich jeder selber beantworten. Aber wenn man diese Fakten mal sieht, dann kommt man leicht zu einem erschreckenden Ergebnis. Die Fiat-Schuldenlast beträgt nämlich geschätzt 1,4 Millionen Milliarden. Das sind umgerechnet 200.000 US-Dollar pro Mensch pro auf der Erde. Also pro Kopf unglaublich viel, kann also niemals bezahlt werden. Es ist folglich nicht die Frage, ob, sondern nur wann dieses gesamte ineinander verworbene Kartenhaus aus Fiat-Währungen weltweit zusammenbricht. Ja, die Zinsgeschäfte der Banken sind auch am Ende. Die Europäische Zentralbank verlangt von den Banken derzeit einen Strafzins von minus 0,4%. Dadurch steht das Zinsgeschäft der Banken voll im Aus. Zahlreiche Banken beginnen mit einer hohen Kreativität an den Gebührenschrauben zu drehen. Straf- oder Negativzinsen werden als Verwahrgebühren deklariert. Ja, was passiert denn tatsächlich, wenn das Bargeld abgeschafft wird? Das ist auch schon eine längst beschlossene Sache. Auch dieser Tatsache muss man einfach mal realistisch ins Auge schauen. Und wenn man hier zum Beispiel, wie im Handelsblatt berichtet wird, auch kommt der Abschied vom Klimpergeld, Fragezeichen, ist das nur eine Vorstufe. Ist dann nur eine Vorstufe. Wenn man heute versucht, einen 500-Euro-Schein irgendwo unterzubringen, hat man schon extreme Probleme, weil die Scheine nach und nach eingezogen werden. Warum macht man das? Warum macht der Staat das? Weil er die hundertprozentige Kontrolle über uns haben möchte. Die hundertprozentige Kontrolle, was wir verkonsumieren, wo wir es verkonsumieren, wo wir uns aufhalten, etc. pp. Jetzt kann man sich überlegen, was sind die Konsequenzen, was sind die Folgerungen, wenn wir zu 100% kontrolliert werden. Wir haben kein freies und selbstbestimmtes Leben mehr. Und das ist der Grund und vor allem die geniale Daseinsberechtigung für den Bitcoin und warum jetzt gerade immer mehr Menschen sich mit dem Thema Bitcoin und Blockchain auseinandersetzen und dort hineingehen, sei es durch Investitionen, sei es durch tägliche Anwendungen des Lebens, sei es damit durch Zahlungen und so weiter. Der Bitcoin ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes und freies Leben, was wir Menschen ja vom Grundsatz her uns alle wünschen. Also ich wünsche mir das noch mehr wie zuvor, weil ich die Möglichkeiten erkannt habe. Ich finde, Bitcoin und die Blockchain-Technologie werden etwas Geniales, etwas Großartiges hier revolutionieren, was wir so in der Form noch nicht gesehen haben. Ich zum Beispiel bin ja noch nicht so alt, aber ich kann mir vorstellen, die Generation davor, für die ist das noch größer, weil sie einfach noch mehr in diesem System integriert, gepresst wurden und gar nicht wissen, was es eigentlich so wirklich bedeutet, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Darum sind Bitcoin und Kryptowährungen die Zukunft. Der Wert von Waren, Dienstleistungen etc. wird am freien Markt von Angebot und Nachfrage bestimmt. Ein freier Markt weist die größte Stabilität durch Innovationskraft auf. Er liefert den höchstmöglichen Wertzuwachs für alle Marktteilnehmer. Der Wert von Kryptowährungen entsteht durch die Wirtschaftstätigkeit einer Gruppe von Menschen und nicht per Gesetz.
Also ein ureigenes ökonomisches Prinzip, was dahinter steckt. Nicht manipuliert, nicht kontrolliert, nicht reguliert. Ein freier Markt entsteht hier. 7 Gründe, warum der Bitcoin-Kurs weiter steigen wird. Steigende Popularität, also steigendes Nachfragevolumen, weil der Bitcoin immer mehr für tägliche Zahlungen des alltäglichen Lebens eingesetzt wird. Die zunehmende Halbierung der Bitcoin-Generierung, das heißt, das Schürfen, das Meinen der Bitcoins wird immer aufwendiger und wirtschaftlich uninteressanter. Bis maximal 21 Millionen der Bitcoins geschürft sind, das wird ungefähr in 2140 der Fall sein. Das heißt, abnehmendes Angebotsvolumen, natürlich hat das zur Folge, dass der Kurs bei steigendem Nachfragevolumen steigt. Immer mehr Dienstleistungen und Akzeptanzstellen, das heißt automatisch ein größerer Anwendungsbereich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei Edeka im Onlineshop kann ich meine Lebensmittel mit Bitcoin bezahlen. Das ist eine Anwendung des alltäglichen, täglichen Lebens, wo der Bitcoin tatsächlich eingesetzt werden kann. Steigende Innovationskosten der Bitcoin-Mining-Firmen, um gleich viele neue Bitcoins wie zuvor zu schürfen. Zuspitzung der weltweiten Bankensystemkrise, ja, fehlende Investitionsmöglichkeiten, der Wertverlust auf Ersparnisse, Suche nach Alternativen. Der Bitcoin ist die Lösung. Ja, das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal im Detail zu erklären, dass die Investitionsmöglichkeiten für Geldanlagen extrem niedrig sind. Unabhängigkeit von den Spielregeln der Staaten und Banken, das heißt, Bitcoin ist ein freies Marktgeld. Schnellerer, sicherer, anonymer Transfer ohne Einschränkung durch Dritte. Das heißt, wenn wir Bitcoins transferieren, transferieren wir die direkt von A nach B, ohne eine übergeordnete Instanz, die die Transaktion ausführen muss, da viele Gebühren für verlangen muss, alles sichtbar, transparent ist, etc. pp. Gibt es beim Bitcoin alles nicht. In der Stadt Zug, also Kanton Zug in der Schweiz, kann man seine Steuern zum Beispiel schon mit Bitcoin bezahlen, also sehr, sehr innovativ. Japan, die Zentralbank in Japan hat den Bitcoin offiziell als Währung anerkannt. Und so weiter. Wir könnten jetzt hier noch tausende Gründe weiter aufführen, warum die Bitcoin-Akzeptanz stetig steigt. Bill Gates, Richard Branson sind Verfechter des Bitcoins, haben da auch sehr viel investiert und sehen hier einfach durch die Digitalisierung die globale Wirtschaft sich total verändern. Die Blockchain-Revolution, so wie man es nennt, wird definitiv das Geschäftsleben auch verändern. Und also unser alltägliches Leben, man sagt voraus, dass die Blockchain-Revolution nochmal heftiger sein wird, als 1995 das Internet die Kommunikation verändert hat. Bitcoin-Automaten hier links gibt es immer mehr weltweit. Ja, also wir erleben hier eine komplette Transformierung vom klassischen Geldsystem hin zum digitalen Wertsystem. Ganz kurz, vielleicht als Beispiel, wenn man allein in Afrika sich jetzt das vorstellt, nicht mal außerhalb der EU, mal außerhalb der EU sich umschaut, wie werden da eigentlich Transaktionen durchgeführt. Da gibt es zum Teil Länder, wo es gar keine Banken gibt oder Regionen, wo gar keine Banken vorhanden sind, aber Menschen dort natürlich Aktivitäten haben, indem sie Zahlungen abwickeln müssen oder ihre Dienstleistungen, ihre Produkte verkaufen müssen. Diese Menschen sind auf einmal dank des Bitcoins geschäftsfähig. Sie brauchen nur ein Bitcoin-Wallet, ein Smartphone, was sie in der Regel alle haben und können somit jetzt frei agieren. Das heißt, hier entsteht auch ein ganz neuer Markt. Und das bringt natürlich richtig Aufschub. Vorteile des Bitcoin: ohne Beschränkungen, keine Limits, keine geografischen Einschränkungen, minimale Transaktionskosten, keine Kontoführungsgebühren, keine Rückbuchungen sind möglich, kein Sperren von Konten ist möglich. Das kann niemand bei der Firma Bitcoin anrufen, so nach dem Motto, ich sperre jetzt mal Ihr Konto, weil da irgendwas zweifelhaft ist oder irgendwas anderes vorliegt. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, Verfügbarkeit an jedem Ort. Schnelligkeit: Transfer binnen weniger Minuten abgeschlossen und aufgrund der Blockchain-Technologie kann kein Bitcoin und keine Transaktion verloren gehen. Der Bitcoin ist 100% anonym, das heißt, das Bitcoin-Wallet ist nicht mit einem persönlichen Namen verknüpft. Wichtiger eigentlich noch ist, was ist denn hinter dem Bitcoin? Das ist die sogenannte Blockchain. Was ist eine Blockchain? Denn hier geht es noch viel, viel weiter.
Ihr sind also, hier werdet ihr sehen oder Sie werden sehen, welche Möglichkeiten die Blockchain eigentlich wirklich hat, welche Power, welche Energie da möglich ist, das komplette Geschäftsleben also jetzt in Zukunft zu verändern. Also, eine Blockchain ist wie eine dezentrale Datenbank, welche Datenblöcke öffentlich wie ein Kassenbuch chronologisch linear verwaltet. Jeder Knoten beinhaltet die vollständige Datenbank. Selbst wenn das Internet völlig ausfallen würde, rekonstruiert sich die Blockchain beim Hochfahren wieder vollständig aus nur einem einzigen Knoten. Es geht also nichts verloren. Mittels Blockchain werden Datenblöcke im Netz verbreitet und in den Knoten so verarbeitet, dass diese nicht gelöscht oder der Inhalt ausgenommen vom Originator nicht verändert werden kann. Für was ist eine Blockchain? Zum Beispiel Datenaustausch für den Handel, also sprich von Geld, Finanzinstrumenten, Wirtschaftsdaten etc. Jegliche Form von Registrierungen von Vermögenswerten, zum Beispiel Eigentum, Immobilien, Gold und. Und immaterielles Wirtschaftsgut, Gesundheitsdaten, Wahlstimme, Konzepte, Abstimmungen jeglicher Art, jegliche Dokumentation von Beständen wie Vorräte, Waren, Güter und. Administrieren von sogenannten Smart Contracts, Online-Verträge abschließen und umsetzen. Das sind automatisierte Geschäftsprozesse ohne eine übergeordnete Instanz. Administrieren von Smart Property, zum Beispiel Handel mit Eigentumswerten, Firmenanteilen, Mietfahrzeugen, Gerätschaften und so weiter. Aufgrund der Sicherheit der Daten wird diese Technologie unter anderem für Zwecke eingesetzt, wie sie derzeit von staatlichen Institutionen wahrgenommen werden. Und. Wir könnten also jetzt hier noch zig Anwendungsbeispiele für die Blockchain-Technologie aufführen. Das würde aber jetzt den Rahmen sprengen. Ich möchte einfach nur einen kurzen Eindruck schildern und wiedergeben, dass die Blockchain mit ihrer dezentralen Struktur das Power hat, die komplette Geschäftswelt in Bezug auf alles, was mit Transaktionen zu tun hat, zu verändern. Vielleicht brauchen wir zukünftig gar keinen Pass mehr, sondern haben unsere Identität in der Blockchain gespeichert. Es ist unglaublich, was hier für Möglichkeiten existieren und was damit ja, für uns, für ein freies Leben möglich sein wird. Die Tiroler Tageszeitung schreibt hier, erste Notenbanken tüfteln an Bargeldabschaffung. Also es ist jetzt überall präsent. Selbst die Notenbank prüft hier, wie sich die Blockchain-Technologie nutzen lässt. Der Ersatz von Bargeld gehört dabei zu den konservativsten Szenarien. Ja, also die schlafen natürlich nicht, gar keine Frage, sondern sie haben ja Angst, dass Geschäft verloren geht, weil das ist ja auch definitiv so, und beschäftigen sich natürlich damit, wie sie auf diese neue Technologie auch aufsetzen können. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt hier angekommen, das Thema Bitcoin und Blockchain. Und ja, es ist präsent und natürlich auch, wie man sieht, in den Mainstream-Medien durchaus sehr oft vertreten. Es gibt natürlich diverse Stories, wie Leute durch Bitcoin Millionär geworden sind. Da gibt es tolle Beispiele. Hier zum Beispiel vom Schulabbrecher zum Millionär. Durch eine Wette hat er 1.000 Dollar spendiert damals. Und vor 12 Jahren war das. Und hat das in Bitcoin investiert. Ja, und der junge Mann, ja, der hat damals einen guten Riecher gehabt, der hat Mut gehabt, aber den Mut kann man auch heute noch haben, ist es definitiv nicht zu spät, denn der Wert der Kryptowährung nimmt weiter rasant zu, über 100% Wertsteigerung in den letzten 12 Monaten alleine in den letzten 12 Monaten. Und die Experten, das kann man auch nachlesen, prognostizieren weitere 400% in den nächsten 1 bis 2 Jahren und vielleicht sogar noch viel mehr. Wie man hier sieht, eventuell 2030 könnte ein Bitcoin 500.000 Dollar wert sein. Also ein Bitcoin 500.000 Dollar. Prognose sieht Bitcoin bei 6.000 Dollar. Das wurde hier veröffentlicht am 22. August 2017 vom Handelsblatt. Und das deckt sich auch mit anderen Aussagen, dass so Ende 2017 der Bitcoin bei zwischen rund 6.000 und 8.000 Dollar stehen wird. Dave Chapman, das ist ein Profi-Trader,
Der sagt hier auch ganz klar zu den Skeptikern, Bitcoin keine Blase, er geht straight auf 10.000 Dollar zu. Übrigens, warum ist Bitcoin auch keine Blase? Ganz einfach. Die Herstellung von Geld, von Papiergeld, kostet ein paar Cent. Was ist der Schein wert? Eigentlich nur der Glaube daran. Der Bitcoin, der kostet in der Herstellung umgerechnet circa 1.000 Dollar. Also da wird schon ein echter Wert schon mit der Herstellung produziert. Und das ist mal nur so am Rande der kleine Unterschied zum Geldsystem. Hier sehen wir nochmal den Chart der Bitcoin-Kursentwicklung von innerhalb Zeitraum ein Jahr, August bis August, 448%. Aber es gibt auch noch andere Coins, also andere Kryptowährungen. Da gibt es ganz, ganz viele. Einfach nur hier mal ein paar Beispiele, wie sich einige Coins in der letzten Zeit entwickelt haben, beziehungsweise wie viel sie sich vervielfacht haben. Wir sehen hier zum Beispiel EOS, 6-Verfachung nach einem Monat und so weiter und so weiter. IOTA, 2.126-Verfachung nach anderthalb Jahren. Next NXT, 6.829-Verfachung nach 4 Jahren. Ja, da kommt eine großartige Zukunft auf uns zu. Nicht nur mit der Möglichkeit, ein freies, unabhängiges Leben zu führen, weil wir nicht mehr durch eine übergeordnete Instanz dort manipuliert, reguliert und kontrolliert werden, sondern weil alle Menschen jetzt in der Lage sind, hier wirklich sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo es richtig spannend wird. Das war jetzt der theoretische Teil für Menschen, die sich noch nicht so stark mit Bitcoins und der Blockchain-Technologie auskennen. Jetzt kommen wir dazu, wie jeder, und zwar jeder Mensch, ausnahmslos jeder, ein 100% automatisches, passives Bitcoin-Einkommen generieren kann. Wir arbeiten hier zusammen mit der Firma USITech. USITech steht für United Software Intelligence, ist also ein Softwareunternehmen, kommt ursprünglich aus der Entwicklung von automatisierten Handelssystemen für den Forex-Markt. Natürlich sind Disclaimer, alle gezeigten Beispiele sind nicht Garantien und Sonstiges. Ja, wie gesagt, mein Name ist Olaf Niggemann, 47 Jahre jung und ich bin von Anfang an dabei, also sprich Anfang 2016, bin Mitglied des Founders Clubs. Das ist ein sogenannter Beirat des Unternehmens. Wir sind also das Sprachrohr von Kunden zum Unternehmen, zur Geschäftsleitung. Ich kenne alle Gesellschafter persönlich von Anfang an, kenne also sämtliche Hintergründe, bin dort sehr eng vernetzt und sehr nah dran an der Geschäftsleitung und habe mich von erster Stunde an davon überzeugt, dass alles 100% real, echt und seriös ist. Ganz kurz über USITech, damit man hier weiß, mit wem man es zu tun hat, mit wem man zukünftig zusammenarbeiten wird. USITech arbeitet mit Privatkunden und Investoren mit einem Mindestkapital von 100.000 Euro seit über 3 Jahren. Die Produkte, zum einen ist Forex Trading Expert Advisor, das ist ein automatisiertes Handelssystem für den Forex-Markt und seit dem 01.03.2017 das Bitcoin-Package. Die Gesellschafter, die Founders sind zum einen Ralf Gold, er ist Profitrader, tradet seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Innerhalb von USITech managt er die Kooperation, analysiert die Ergebnisse und arbeitet an der Unternehmensstrategie. Dann Horst Jecher, erfahren im Management und im Aufbau von großen Unternehmen. Er sorgt für den reibungslosen Ablauf der IT und den Geschäftsprozessen. Das Bitcoin-Produkt, das BTC-Package, womit jeder, wirklich ausnahmslos jeder, ein 100% passives Bitcoin-Einkommen generieren kann. Das Produkt funktioniert wie folgt und ist wirklich sehr, sehr einfach. Ein Bitcoin-Package kostet umgerechnet in Bitcoin 50 Euro. Wird also in Bitcoin einbezahlt. Das heißt, der erste Schritt ist, ich tausche Euro in Bitcoin und die Bitcoins zahle ich bei USITech ein oder ich transferiere sie, ja, und erwerbe dort dann entsprechend die BTC-Packages. Das Package läuft 140 Arbeitstage und man erhält täglich, montags bis freitags, circa 1% Kapitalrückfluss. Also jeden Tag kommt circa 1% Kapitalrückfluss zurück.
Diese 1% besteht aus einem Teil Kaufpreisrückzahlung. Das heißt, ich habe das Paket, das 140 Tage läuft. Nach 100 Tagen ist der Kaufpreis komplett an mich zurückgeflossen. Und der andere Teil dieses 1% besteht oder ist der Gewinn, der Profit, den USITEC am Vortag generiert für uns. Wie wird der Profit generiert? USITEC kooperiert mit den größten Trading-Unternehmen und Mining-Corporations und generiert mit den folgenden Methoden die Profite. Zum einen Trading mit Bitcoins und Altcoins. Altcoins sind alternative Coins zu den Bitcoin, wie zum Beispiel Dash, Monero, Light, Ripple und. Dem Arbitrage-Trading und dem Altcoin-Mining, also dem Schürfen von alternativen Coins. Und durch die Diversifizierung ist eine langfristige Stabilität der Erträge sichergestellt. Hier, so funktioniert Arbitrage-Trading ganz simpel und einfach und das kann theoretisch jeder. Also wir sehen hier den Bitcoin-Kurs am selben Tag, zur selben Uhrzeit. Links sehen wir 1.392,10 $, rechts 1.505 $. Unschwer lässt sich erkennen, dass hier eine erhebliche Differenz ist. Das Arbitrage-Trading funktioniert wie folgt. Ich kaufe auf der günstigsten Exchange, das ist eine Wechselstube, wo ich Euro gegen Bitcoin tausche, und verkaufe sofort wieder auf der teuren. Und das ist fast risikolos, denn der Profit, den ich dort generiere, das ist mein Gewinn. Abzüglich natürlich der Transaktionsgebühren, die aber relativ niedrig sind. Also so simpel und einfach funktioniert Arbitrage-Trading und das ist ein Standbein, mit dem USITEC die Gewinne generiert. Die Vorteile des BTC-Package, Bündelung von Trading und Mining in einem Paket, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von USITEC. Durch den regelmäßigen Kapitalrückfluss ist das Risiko stark minimiert. Beim Mining investiert man also zahlt Geld beim Mining in der Regel ein und der Return of Invest, der ROI, in der Regel erst nach 12 bis 24 Monaten. Das ist hier nicht der Fall, je nach 101 Tagen exakt. Kapitalbindungsfrist beim BTC-Package nur 100 Arbeitstage. Und es ist keine Bank zur Ein- und Auszahlung notwendig. Ja, man ist ja auch komplett im Bitcoin und damit auch unabhängig von Banken. Beispiel, beim Kauf von 20 BTC-Packages, was umgerechnet 1.000 € entspricht, die laufen 140 Tage und ich habe dann nach 140 Tagen einen Kapitalrückfluss umgerechnet von 1.400 €. Vollautomatisch und ohne jegliche Vorkenntnisse etc. Was hierbei noch nicht berücksichtigt ist, und das ist natürlich ein unglaublicher Hebel zusätzlich, ist, wie entwickelt sich der Bitcoin-Kurs in der Zeit? Weil ich ja in Bitcoin bleibe, kommt die Kursentwicklung ja noch obendrauf, weil ich selber kann bestimmen, wann tausche ich wieder von Bitcoin in Euro. Weitere Details, tägliche Ausschüttung der erwirtschafteten Renditen und dem anteiligen Kaufpreis. Tägliche Auszahlung der Renditen und Provision auf eigenes Wallet möglich. Provision und Renditen können sofort in neue BTC-Packages investiert werden oder reinvestiert werden. Und dadurch entsteht ein hochprofitabler Zinseszinseffekt. Angenommen, man kauft sich jetzt Bitcoins, lässt die liegen. Nach einem Jahr hat man immer noch Bitcoins, dieselbe Anzahl. Natürlich hat der Kurs sich entwickelt. Nutze ich das BTC-Package von USITEC, generiere ich mehr Bitcoins in der Zeit automatisch und habe zusätzlich noch den Hebel der Wertsteigerung. Und das ist hier das Geniale an diesem BTC-Package von USITEC. Ich brauche dabei nichts verkaufen, ich brauche keinen Sponsoren, keinen Weiterempfehlen, keine täglichen Aufgaben erledigen und so weiter. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz den Zinseszinseffekt darstellen, weil der hat so eine gewaltige Kraft, das ist unglaublich. Angenommen, also hier das Beispiel 20 BTC-Packages ist der Start, was ungefähr, also umgerechnet 1.000 € entspricht.
Nach 140 Arbeitstagen habe ich daraus 78 BTC-Packages generiert durch den ständigen Reinvest, was 0,871 Bitcoins entspricht. Natürlich zum Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme hier mache. Stand heute, einfach nur mal die Zahl glatt gerechnet, angenommen, ein Bitcoin entspricht 3.000 Euro, dann wären entsprechend 0,871 Bitcoin 2.613 Euro. Das wäre also die Ablaufleistung im Prinzip. Aber jetzt steigt ja der Bitcoin-Kurs, da gehen wir jetzt alle mal von aus, was sich ja auch aufgrund der Aussagen der Experten nachlesen lässt, beziehungsweise auch aufgrund der Wertentwicklung der letzten 12 Monate. Angenommen, der Bitcoin steht dann bei 5.000 Euro, dann hätten wir also einen Wert von 4.355 Euro generiert. Bei 10.000 wären es schon 8.710 Euro. Das ist, wie gesagt, keine Garantie, das ist kein Schönrechnen, kein Reichrechnen, sondern das ist einfach nur aufgrund der Fakten, die vorliegen, einfache Mathematik. Und das wird sich dann entsprechend so darstellen, wie der Bitcoin-Kurs sich entwickelt. Bei 100 Paketen, was 5.000 entsprechen, hätten wir 395 Pakete generiert, was 4,388 Bitcoin entspricht. Angenommen wieder, der Bitcoin steht heute bei 3.000 Euro, dann entsprechen 4,388 Bitcoin 13.164 Euro. Wenn der Bitcoin bei 5.000 Euro steht, wären es 21.940 Euro. Wenn der Bitcoin bei 10.000 Euro steht, 43.880 Euro. Champions League, wenn man mit 500 Paketen startet, was 25.000 Euro entspricht, dann haben wir nach 140 Arbeitstagen 1.990 Pakete generiert, was 22,09 Bitcoin entspricht. Wieder angenommen, ein Bitcoin steht bei 3.000 Euro, entsprechend 22,09 Bitcoin, 66.270 Euro, die aus 25.000 Euro entstanden sind. Wenn der Bitcoin bei 5.000 steht, sind es 110.450 Euro, bei 10.000 Euro 220.900 Euro. Jetzt braucht man das natürlich nicht nur 140 Tage laufen lassen, sondern man kann es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Egal, wie lange man das möchte, natürlich laufen lassen, natürlich entsprechend. Und ja, also man kann sich das selber ungefähr ausrechnen, was dabei rumkommt. Der Professor Albert Einstein wurde mal gefragt, was ist die stärkste Kraft im Universum? Seine spontane Antwort war da, der Zinseszins. Er erkannte, dass man mit dem Zinseszins auf das gesparte Kapital Zinsen bekommt und immer wieder Zinsen auf die Zinsen. Das wird als Zinseszinseffekt bezeichnet. Zu sparen beginnt, desto höher wächst das Vermögen. Und mit dem BTC-Package und dem... Ja, hier sieht man auch die Transparenz der einzelnen Pakete, wie die sich entwickelt haben und wie hoch die jeweiligen Ausschüttungen sind. Hier kann man sehen, dass die Ausschüttungen so zwischen 0,8 und 1,2 oder 1,3% liegen, täglich schwankend. Das heißt, auch hier sieht man und erkennt man, dass es absolut echt ist und absolut top seriös. Das heißt, hier kann man sich ganz genau dann auch die einzelnen Pakete anschauen. Auch wie lange die laufen oder die Laufzeit bis jetzt schon war, wie viel insgesamt jetzt pro Paket schon ausgeschüttet wurde und wie viele Tage sie auch schon gelaufen sind. Okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das BTC-Packages oder die BTC-Packages wie folgt zu kaufen. Ganz einfach und simpel, wie auch das Produkt. Wir gehen einfach in den BTC-Shop. Dort sehen wir dann nochmal die Details zum Paket. Der Paketpreis, wie gesagt, der wird immer umgerechnet in 50 Euro angezeigt, beziehungsweise umgerechnet. Und wenn wir jetzt natürlich Voraussetzung ist, dass wir dieses Paket kaufen, dass wir Bitcoins haben. Wer noch keine Bitcoins hat, empfehle ich entweder über Bitpanda oder Bitstamp Bitcoins zu kaufen. Anleitungen dazu, wie man es macht, findet man direkt auch auf meinem YouTube-Kanal. Und es ist sehr einfach. Also wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es eigentlich dann sehr, sehr easy. Und geht auch sehr zügig. Dort kann man dann mit Kreditkarte oder mit Sofortüberweisung, also mit allen gängigen Zahlungsmethoden, die Bitcoins erwerben. Und dann geht man hier auf die zweite Zahlungsoption, auf BTC-Geldbörse. Das ist im Prinzip das, womit ich die Bitcoins dann von meinem Wallet
sei es bei Bitpanda, oder empfehlenswert ist es eigentlich, über die Blockchain-Info zu gehen. Das heißt, die Bitcoins, die ich habe, bei Bitpanda, Bitstamp, Coinbase oder wie die Exchanges auch alle heißen, auf blockchain.info zu leiten, dort als, sage ich mal, mein Verwaltungs-Bitcoin-Wallet, von dort aus dann die BTC-Packages von USITEC zu bezahlen. Ich gehe also hier auf BTC-Geldbörse. Rechts den Warenkorb sehe ich dann da. Ich wähle dann die Anzahl der Pakete aus, die ich gerne kaufen möchte. Dann wird mir der Gesamtpreis in Bitcoin angezeigt, AGBs bestätigen und akzeptieren, kaufen. Und dann werde ich direkt zur Zahlungsseite weitergeleitet. Hier sehe ich dann die Bitcoin-Empfängeradresse. Das ist die 39J und so weiter in diesem Beispiel. Dort sende ich dann die Bitcoins innerhalb von 10 Minuten hin. Sollte ich das aus irgendeinem Grunde nicht schaffen innerhalb der 10 Minuten, die Bitcoins aber transferiert worden sein, keine Sorge, geht nichts verloren. Im Zweifel muss man halt den Support anschreiben. Unten rechts auf jeder Seite sieht man den Support-Button. Einfach den Support anschreiben, geht auch auf Deutsch. Und dann werden die Pakete dann innerhalb kurzer Zeit auch gebucht. Und sollte man abgelenkt worden sein oder der PC abgestürzt worden sein in der Zeit, auch kein Problem. Dann einfach neue Pakete kaufen. Diese bleiben dann als nicht bezahlt einfach stehen, aber es passiert nichts. Also ganz simpel, ganz easy und schon geht's los und die Pakete generieren die Erträge. Einkommensbeispiel nochmal. Angenommen, man hat 400 aktive Pakete. Man macht 2 Wochen im Monat 100% Rebuy. Das heißt, 2 Wochen kauft man sich neue Pakete dazu. 2 Wochen im Monat zahlt man komplett alles aus. Dann hätte man im Monat 2.000 Euro aktiv daraus generiert. Was heißt aktiv? In dem Fall eigentlich passiv. Das heißt, ich meine, man erhält passiv, ohne dass man was getan hat, rund 2.000 Euro. Nochmal die Vorteile und Mehrwerte des BTC-Packages auf einen Blick zusammengefasst. Start ab 50 Euro möglich. Kostenlose Registrierung, keine Setup-Gebühren. Keine Erfahrung im Trading oder mit Bitcoins erforderlich. Keine Installation für Software- oder Programmkenntnisse erforderlich. Es ist ein 100% transparentes System. Tägliche Ausschüttung der Profite. Und natürlich wichtig, tägliche Ausschüttung oder Auszahlung möglich. Das Einzige, was Sie jetzt zu tun haben, ist eine 50-Euro-Entscheidung zu treffen. Und Sie können sich sicherlich daran erinnern, als Mark Zuckerberg damals seine Facebook-Geschäftsidee 5 Freunden vorgestellt hat und 2 sind halt eingestiegen. Was ist heute aus denen geworden? Sie sind Milliardäre. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass Sie sich diese Präsentation angeschaut haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne, beziehungsweise die Person, die Ihnen diese Präsentation geschickt hat. Ich kann nur jedem empfehlen, machen, testen, sich selber davon überzeugen, dass alles reibungslos funktioniert. Ich habe direkten Kontakt zu den Gesellschaftern des Unternehmens, habe mich davon Anfang an überzeugt, dass es 100% real ist, dass es alles seriös ist und so weiter. Ich bin davon zu 100% überzeugt und ich weiß, es ist geplant, dass neue Produkte kommen werden, dass die Firma sich wirklich sehr langfristig aufgestellt hat, für weiteres Wachstum sorgen wird und dass wir hiermit im Prinzip mit dem Bitcoin die Basis haben für ein freies, selbstbestimmtes Leben und mit USITEC wirklich sehr viel Geld verdienen können. Und damit schaffen wir es, dass wir sehr, sehr vielen Menschen helfen werden, wirklich ein freies, selbstbestimmtes und finanziell unabhängiges Leben führen zu können. In diesem Sinne, herzlichen Dank, viel Erfolg, alles Gute und bis bald.